Nach Tara ist ein Pokémon mit dem Typ Unlicht, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist eine der möglichen letzten Entwicklungsstufen von Evoli und das Gegenstück zu Psyana. Nachtara ist ein mittelgroßes, vierbeiniges Pokémon, das in Schwarz und Gelb erscheint. Das Fell ist dabei komplett schwarz, ausgenommen davon sind die gelben Muster an Beinen, Ohren, Stirn und Schwanz. Das Unlicht-Pokémon besitzt einen eleganten, schlanken Körper. Auf dem Kopf wachsen die langen Spitzen und seitlich abgerundeten Ohren. In der Mitte verläuft ein dicker Streifen. Das Gesicht besteht aus den länglichen Augen, die sich wiederum aus roter Lederhaut und schwarzen länglichen Pupillen zusammensetzen, und der kleinen Nase sowie dem ebenfalls kleinen Mund. Auf der Stirn ist ein längliches Muster eines Kreises zu erkennen. Unten wachsen aus dem Körper die vier schmalen Beine und an den Außenseiten befinden sich oberhalb ein längliches Kreismuster. Der Schwanz ist wie die Ohren gestaltet, also lang und spitz, jedoch seitlich abgerundet, und auch er ist mit einem breiten Streifen verziert. In der Shiny-Form sind die gelben Muster dann neonblau und die Augen weisen eine goldgelbe Lederhaut auf. Nachtaras gelbe Markierungen leuchten bei Einbruch der Dunkelheit hell auf und bereiten denen Angst zu, die sich unmittelbar in der Nähe von Nachtara befinden. Es versteckt sich in der Dunkelheit und lauert auf seinen Gegner. Wenn es angreift, leuchten seine Ringe ebenfalls auf, und es ist auch in der Lage, einen giftigen Schweiß aus seinen Poren abzusondern, wenn es sich bedroht fühlt. Durch seine Fähigkeit Synchro erhält auch der Gegner eine primäre Statusveränderung, also eine Vergiftung, Verbrennung oder Paralyse, wenn dieser dieses Statusproblem ausgelöst hat. Auch seine versteckte Fähigkeit Konzentrator kann Nachtara gut nutzen, denn diese Fähigkeit verhindert, dass das Pokémon zurückschreckt, es sei denn, der Gegner besitzt die Fähigkeit Überbrückung, Turbobrand oder Terravolt. Obwohl Nachtara dem Typ Unlicht angehört, kann es insgesamt nur drei Attacken davon per Levelaufstieg erlernen, nämlich Verfolgung, Finte und Gewissheit. Nachtara ist selten in freier Wildbahn anzutreffen und häufiger in städtischen Gebieten unter der Betreuung von Menschen zu finden. Dieses Pokémon ist generell nachtaktiv, es versteckt sich im Schutze der Dunkelheit und lauert dort beharrlich auf Beute. Die Ringe an seinem Körper leuchten in verschiedenen Situationen auf. Das kann während seines Angriffs sein oder während es dem Mondlicht besonders bei Vollmond ausgesetzt ist. Aber auch ohne die Präsenz von Mondlicht leuchten seine Ringe im Dunkeln schwach. Gerät es in eine Gefahrensituation, so versteckt es sich im Idealfall in der Dunkelheit. Kann es nicht flüchten und fühlt sich bedroht, sondern es Giftschweiß aus speziellen Hautporen ab, um sich zu schützen. Dabei ist Nachtara eine der acht Weiterentwicklungen des Normal-Pokémon Evoli, welche zusammen auch als Evolution bezeichnet werden. Die gesamte Entwicklungsreihe von Evoli hat einen sehr ähnlich strukturierten Körperbau. Der Körper und die Beine sind schmal, der Kopf hat eine fuchsartige Form und die Ohren und der Schweif haben stets ein zum Typ passendes Design, wobei sich der Körper immer anders färbt, entsprechend ihrem Typ. Während die Evolution der ersten Generation sich durch einen Entwicklungsstand entwickeln, wird dieser Vorgang bei Evolution aus der zweiten Generation durch eine hohe Freundschaft bei bestimmter Tageszeit erreicht. Mit der vierten Generation eingeführte Entwicklungen benötigen einen Levelausstieg an einem bestimmten Ort oder einen Entwicklungsstein, und Felinara aus der sechsten Spielgeneration benötigt einen Levelaufstieg mit erlernter Feenattacke und mindestens zwei Herzen zutrauen in Pokémon Army oder in der Pokepause. Da es in Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd keine Tageszeiten gibt, richtet sich die Entwicklung von Evoli zu Psyana oder Nachtara nach der Uhrzeit, die man am Anfang des Spiels bestimmt. In Pokémon Feuerrot und Blattgrün ist es unmöglich, Evoli in Psyana oder Nachtara zu entwickeln, da man dort keine Uhrzeit einstellen kann. Und mit seinem Typ Unlicht nimmt Nachtara oder ist Nachtara immun gegen den Psychotypen, nimmt halben Schaden gegen Geist- und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Kampf-, Käfer- und Feenattacken und der Rest macht normalen Schaden.